Sehr geehrtes Präsidium, werte Abgeordnete, das, was Sie hier machen, ist unredlich. Es ist unredlich, wenn Sie behaupten, man kann sich vierteilen, man kann in mehreren Ausschusssitzungen gleichzeitig sitzen, das wissen Sie ganz genau. Unredlich ist ebenfalls, hier anzuführen, wir beteiligen uns nicht an der Debatte und wir bleiben allen Treffen fern. Es gab eine Terminüberschneidung, dass man sich eben nicht vierteilen kann. Das liegt einfach daran, dass wir noch so wenig Leute hier im Parlament sind. Wenn wir so viele wären, und wir werden so viele sein, mindestens für die SPD das nächste Mal, und dann haben wir auch keine Überschneidung mehr in den Vertretungen der Ausschüsse. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass unser Fraktionsvorsitzende unsere Ministerin angeschrieben hat per E-Mail und hat Hilfe angeboten und um Gesprächstermine gebeten. Und diese Sportministerin ist nicht mal imstande, wenigstens eine Eingangsbestätigung zu schicken. Sie verweigern sich dem Diskurs, Sie ebenfalls und auch die CDU. Das ist die ganze Wahrheit. Dazu kommt noch, das muss ich jetzt leider auch sagen, ich habe auch im Nachgang nochmal mit dem Landessportbund Kontakt aufgenommen. Mehrfach, an mehreren Tagen. Und um einen Rückruf oder um einen Termin gebeten. Auch dort, muss ich leider sagen, habe ich keine Rückmeldung bekommen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und dann beschweren Sie sich nicht, dass wir jammern. Den Anlass geben Sie einfach dafür, weil Sie eben die Demokratie nicht verstanden haben und weil Sie eben demokratische Vertreter ausklammern wollen aus jeder Debatte und aus jeder programmatischen Überlegung. Das ist die ganze Wahrheit. Dass Sie den Mund aufmachen, Sie, Herr Krüger, der von dieser Bank aus Abgeordnete rausschmeißen lassen will, das haben Sie gesagt. Herr Fernandes, sollte man rausschmeißen, ne? Das geht gar nicht. Sie schämen sollten Sie sich dafür. Sie sollten sich dafür schämen, dass nämlich Ihr Demokratieverständnis, weil Ihnen Meinung nicht passt. Herr de Jesus Fernandes, die Redezeit ist abgelaufen. Das ist gefährlich.